Moin, moin, ja, Worship Coffee Day. Heute früh schon eine Kanne gegessen, weil ich beim Carpe im Stream war. Jetzt muss ich heute mal eigentlich das Video machen zum Produkt, das ich testen soll. Und zwar geht es, der Tonton hat es erraten, um. Tonton hat es erraten, um Bartpflegeprodukte. Also wie gesagt, also für mich so als ewiger Technikspieler vielleicht nicht unbedingt die Kategorie an Produkten, die ich mir ausgesucht hätte. Nichtsdestotrotz was aber, was ich haben möchte. Also ich habe mir beim Barber schon öfter das ein oder andere Bartöl gegönnt, aber die Dinger sind auch echt teuer. Also da zahlt er 16 bis 20 Euro für so ein 30 Milliliter Fläschchen. Das Bartpflegeset, das ich da bekommen habe, das beinhaltet so ziemlich alles, was ich gerne mal haben wollte. Also ein Bartöl dabei, es ist Bartwachs dabei, zwei Kämme, eine Bürste, eine Schere, so ein kleines Säcklein, wo man alles reintun kann und eine kleine Präsentbox. Wird auf Amazon verkauft als Geschenkbox. Wobei ich da gleich vorweg sagen will, da kümmert ihr euch besser noch um eine neue Umverpackung. Also die einzelnen Produkte drin, Schere, Bürsten, der Kamm, alles wunderbar von der Qualität her. Echtholz, bei den Kämmen sieht es auch so aus und duftet auch so, als wäre es tatsächlich Sandelholz. Das ist eine tolle Sache. Aber die Boxen und das schwarze Stoffsäcklein wirken relativ billig. Also darauf sollte man sich, bevor man es verschenkt, vielleicht um ein bisschen was Wertigeres kümmern. Bei dem Bartöl finde ich toll. Die ich bisher gekauft habe, die waren relativ intensiv im Duft. Und ich mag es, wenn der Bart über den Tag weg so ein bisschen duftet. Dafür sind die Öle ganz toll und pflegen halt auch so ein bisschen die Haut drunter. Aber das, was hier dabei ist, das riecht nicht ganz so extrem. Was ich begrüße, das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Die Produkte selber kann ich tatsächlich empfehlen, die sind in Ordnung, da war ich echt glücklich mit. Ja, jetzt bin ich aber nicht so der Produkttester, also ich weiß gar nicht, was soll ich machen? Soll ich mit euch ins Bad runtergehen und mir den Bart schneiden? Werde ich definitiv nicht machen, ich werde mir halt Bartöl reinschmieren. Recht viel mehr kann man da auch nicht machen. Der Hersteller, der mir das Produkt geschickt hat, der hat mich halt gebeten, ich soll es halt einfach mal ausprobieren. Habe ich heute gemacht und soll dann online auf Social Media Plattformen, die er nicht näher benannt hat, ich werde halt einfach mal ein schönes Bildchen von auf Instagram posten. Hier auf YouTube zeige ich ja mit diesem Video gerade, was ich da erhalten habe. Werde ich also ein bisschen zeigen, was es ist, wie sie aussieht. Und hier mein Fazit dazu. Also, wie gesagt, Verpackung, Mist. Aber die Produkte, die drin sind für den Preis, also 19 Euro kostet das auf Amazon, absolut okay und werde ich jetzt auch aufbrauchen. Also da geht nichts zurück. Jetzt hoffe ich, hat der Carpe seine Neugier befriedigt bekommen und der Lautschmer, dem werde ich vielleicht den Link schicken. Der hat ja auch so einen Riesenbart. Also der wäre noch besser geeignet gewesen als ich. Ja, heute ganz, ganz, ganz kurz, aber mehr gibt es nicht zu sagen. Mit dem Motorrad fahre ich heute nicht. Sieht nach Regen aus und Wetter-App sagt, dass es regnet, was ein Grund dafür ist, dass es wahrscheinlich nicht regnen wird. Vis-à-vis, wenn ihr morgen was von mir hören wollt, einfach morgens beim Carpe in den Stream reinschauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf ich da im Teamspeak wieder mit bei sein. Geht's morgen um Vegetarismus oder um Vegetarier, / Vegetarierinnen. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber als vegan essender Mensch durchaus ein Grund, da mit reinzugucken und ein bisschen mit drauf zu klopfen auf die Vegetarier. Nee, Quatsch, alles gut. Also wir hören uns, wir sehen uns und ciao.